Gimmick Review! Moin, liebe Trickser, und willkommen zu dieser neuen Folge Gimmick Review. Das Format, in dem ich Gimmicks reviewe. Heute geht es um ein Gimmick, das sich viele von euch gewünscht haben. Es geht um Ace von Richard Sanders. Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen von Mr. Trixel. Ja, Gimmick Review. Viel Spaß. Vergesst den Merch nicht zu kaufen. Wenn ihr dieses T-Shirt kauft, könnt ihr einen Trick machen, bei dem der Zuschauer eine Karte zieht. Und genau diese Karte taucht auf eurem T-Shirt auf. Ihr könnt sie abreißen, dem Zuschauer zum Untersuchen geben. Und sie werden euch vergöttern und behandeln, als wärt ihr schon Limo und hättet America's Got Talent gewonnen, obwohl der alles nur mit Gimmicks macht und ihr... Eigentlich auch, okay, ja, ich halte die Fresse. Im heutigen Gimmick-Review geht es um Ace. Ace ist ein Effekt, der folgendermaßen aussieht. Ich habe jetzt keine Aufnahme davon, wie ich den Trick vorführe. Irgendwie kam ich nicht dazu, das filmen zu lassen. Aber der Heido, der hat das Ganze in meinem 200.000 Abo-Special, Infokarte da oben, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, vorgeführt. Und ich spiele euch jetzt einfach mal den Ausschnitt ab, in dem er diesen Trick performt für mich. Ihr kennt einen Joker im Spiel, oder? Ein Pokerspiel? Ja. Ein Joker, der ist in Farbe. Okay? Guck genau hin, guck nicht irgendwo weg. Halt mal kurz deine Hand auf. Genau. Und leg mal deine andere Hand drauf, dass nicht wegfliegt. Genau. Das ist schon mal ein Joker. Ein zweiter Joker ist auch mit Farbe. Okay? Und deine Hand auf. Genau. Da dein Sandwich drauf. Genau. Perfekt. Dann habe ich noch zwei Joker übrig. So. Mit Farbe. Okay? Und ich möchte, das hat dann auch deine Hand auf. Genau. Hier. Andere Hand drauf. Und du pustest jetzt auf den letzten Joker. Okay? Pust mal drauf. Was ist denn die stärkste Karte im Pokerspiel? Ich glaube, der Joker. Falsch. Nee, das Ass. Ass, richtig. Deswegen habe ich hier auch ein Ass. Okay, das Dreh mal deine Hand um. Ass, Ass, Ass. Vier Asse. Okay, das. Okay. Okay, das war jetzt krass. Das war jetzt cool. Das ist wirklich krass. Ass. Ass. Ja, richtig. Ass, ja. Wenn man ein Ass hat, ist schon mal sehr gut. Schau mal. Aufdecken. Mal aufdecken. Zwei Ass hast du ein Double. Triple ist noch mal besser. Wenn du vor bekeimt hast, hast du gewonnen. Ah, ja. Ist doch cool, oder nicht? Jo, so sieht erstmal die Standard-Ace-Routine aus. Das Schöne bei Richard Sanders ist, wenn er so einen Effekt droppt, wie beispielsweise das Alpha-Deck, wozu ich ja auch eine Review gemacht habe, Infokarte da oben. Wenn der Richard sich da was ausdenkt, dann denkt er sich nicht nur eine Routine aus, nein, er überlegt sich auch immer ein Handling für Anfänger, eins für Fortgeschrittene, eins für richtige Pros und verschiedene Tricks, die ihr damit machen könnt. Ihr könnt nämlich nicht nur diesen Standard-Trick performen, jo, ich habe hier vier Joker und bam, es sind die vier Asse, nein, ihr könnt auch noch sehr viel anderes Zeug damit machen. Ähnlich wie beim Alpha-Deck, was ihr auch ähnlich wie ein Brainwave-Deck beispielsweise performen könnt und verschiedene Varianten auch noch davon machen könnt. Kurz zu den Fakten. Erstens, wie kommt ihr an Ace? Ich verlinke euch in der Videobeschreibung den Just Magic Store-Link. Da gibt es Ace für 26 Euro. Ihr bekommt 6 Killer-Routinen, ihr bekommt das Gimmick, Tipps zu Psychologie und Zuschauer-Handling und ein 60 Minuten langes englisches Trainingsvideo, in dem ganz genau erklärt wird, was Sache ist. Da kann ich auch direkt wieder einen Kritikpunkt sagen. Das Problem bei Richard Sanders ist, ihr bekommt, wenn ihr euch das Gimmick bestellt, der Zettel ist jetzt hier nicht mehr drin, aber ihr bekommt auch einen Zettel mit, auf dem der Link steht zum Tutorial. Und das Problem ist, diese Links funktionieren manchmal nicht, weil der andauernd seine Seiten umstellt. Das heißt, da müsst ihr einfach einen Support anschreiben und anfragen, jo, wie schaut das aus? Ich hab's gekauft, hier hast du meine Bestellbestätigung, ich hätte gerne mal den Effekt. Warum habe ich jetzt so komisch geredet? Naja, nichtsdestotrotz, ihr bekommt die Gimmick-Karten. Die sehen von außen aus wie ganz normale vier Asse im Bicycle-roten Standarddesign, aber hier steckt noch sehr viel mehr dahinter. Für diejenigen von euch, die ein Alpha-Deck haben, ja, eure Theorie stimmt. Der Trick funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Das heißt, ihr habt schon mal einen Vorteil, wenn ihr ein Alpha-Deck habt. Das Handling ist für euch einfacher. Nichtsdestotrotz bekommt dieser Effekt auf meiner Schwierigkeitsskala definitiv höchstens eine 3 von 10. Es ist wirklich, wirklich simpel. Ihr müsst einen Move können und das war's. Und dieser Move ist wirklich nicht schwierig. Auch hier gilt wieder übrigens ein Tipp von mir und zwar, das Gimmick ist anfangs etwas zu stark. Ich will das jetzt nicht näher im Detail beschreiben, was ich damit meine, aber ihr müsst das Gimmick am besten etwas abschwächen. Mehr sage ich dazu nicht. Aber ja, das als kleiner Tipp von mir. Was kann ich noch sagen dazu? Naja, die Besserwisser von euch, die haben sowohl beim Alpha-Deck als auch hier mir schon kommentiert und privat
Gattin Nachrichten geschrieben. Jo, Matti, geht das nicht eigentlich auch ohne Gimmick? Ja, Freunde, ihr könnt eigentlich jede Routine, für die ihr ein Gimmick benutzt, auch ohne Gimmicks performen. Ihr könnt jede Routine an euch anpassen, sodass ihr sie mit normalen Karten vorführen könnt. Aber das Problem ist erstens, es ist vielleicht sehr viel schwieriger und zweitens, es ist nicht annähernd so clean wie mit Gimmick. Ja, ein Gimmick kann man nicht rausgeben zum Untersuchen, aber ich garantiere euch bei Ace, eure Zuschauer werden nicht das untersuchen wollen, was sie nicht untersuchen dürfen. Denn ihr gebt den Zuschauern etwas in die Hand. Ja, ihr gebt den Zuschauern ja jeweils einen Joker in die Hand. Der Joker verwandelt sich in das Ass. Sie werden nur ihr eigenes Ass untersuchen wollen. Und das ist das Schöne, das dürfen sie auch. Sie wissen nicht, dass eigentlich das, was sie untersuchen wollen, dass sie da gar nicht drauf kommen, das zu untersuchen. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber wenn ihr den Effekt habt, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Keine Sorge, wenn ihr das Ganze selbstbewusst vorführt und verkauft. Und der Hai, der hat noch einen richtig coolen Convincer bei sich eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob Richard das in seinem Tutorial erwähnt hat. Ich meine nicht, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber als ich das gesehen hatte, als er mir das erstmal vorgeführt hat, da war ich so, wow, coole Idee. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Von daher, so wie Hai das Ganze beispielsweise vorführt, so will garantiert niemand das untersuchen, was er nicht untersuchen darf. So viel zum Handling. Wie lange muss man das Ganze einüben? Ich würde schätzen, wenn ihr euch an einem Nachmittag hinsetzt und euch den ganzen Nachmittag Zeit nehmt dafür und fleißig übt vom Spiegel, dann habt ihr im Laufe von so einem Nachmittag, was die Fingerfertigkeiten und die Moves angeht, eigentlich den Effekt raus und könnt euch dann ganz in Ruhe die ganz gewohnten, ich weiß nicht, jeder braucht unterschiedlich lang. Ich brauche meistens ein paar Wochen, wo ich einfach Probeläufe mache, wo ich verschiedensten Leuten einen Trick vorführe. Ich fange jetzt mal bei meiner Familie und bei meinen Freunden an und dann traue ich mich langsam an die fremden Leute ran. Ja, einfach ein paar Wochen lang vorführen und üben. Was sagt ihr wann? Was passiert eurer Erfahrung nach bei euren Zuschauern? Wie reagieren die? Was wollen sie untersuchen? Was stellen sie euch für Fragen? Und über die Wochen lernt man, wie man mit diesen Fragen umgeht. Das ist bei jedem Trick immer anders. Man muss sich bei jedem Trick natürlich immer überlegen, wann mache ich welche Misdirection, wann lenke ich den Zuschauer vom geheimen Move weg beispielsweise, mit was lenke ich ihn weg. Das ist bei Einüben von Tricks eigentlich, finde ich, sehr viel wichtiger, als die Moves gut zu üben. Wann sagt ihr was oder wann guckt ihr wohin, wann macht ihr welche Gestik. Das finde ich an der Zauberer ehrlich gesagt nochmal sehr viel wichtiger und sehr viel schwieriger einzuüben, als einfach nur die Moves. Ja, also wenn ihr einfach nur einen Trick auswendig lernt und einfach Moves könnt, dann heißt das nicht, dass ihr gute Zauberer seid. Vergesst das nicht. Ja? Das erwähne ich immer wieder und ich möchte es auch an dieser Stelle noch einmal sagen. Nur, weil ihr gute Moves könnt, heißt das nicht, dass ihr gute Zauberer seid, okay? Hier fällt aber nicht so viel an. Also, es ist wirklich nicht viel. Es ist ja auch eine sehr kleine Routine. Ihr zeugt euren Zuschauern 4 Joker, ihr gebt sie ihnen in die Hand, bam, es sind keine Joker mehr. Es sind jetzt Asse. Das geht sehr schnell und ist meiner Meinung nach deshalb auch ein guter Opener. Ihr könnt sehr gut damit einsteigen. Ihr zeigt den Effekt, ihr nehmt die Asse, ihr legt sie auf euer Deck und ihr werdet sie ganz normal, wie wir Zauberer das machen, los. Pammiert sie weg in eure Hosentasche oder ihr koppt sie, wie auch immer. Eine Variante, wie ihr Karten loswerden wollt, die ihr loswerden möchtet, habe ich euch da oben in der Infokarte erklärt. Der Gambler's Cop ist eine Beispielvariante dafür. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Pik 3 von unten vom Deck loswerden möchten, das geht ganz, ganz, ganz simpel. Und der Zuschauer darf die Karten zum Beispiel untersuchen und ich habe hier schon die Pik 3. In meinen Augen sehr viel einfacher als der Diagonal Palm Shift oder der Top Palm und dementsprechend vielleicht auch eher was noch für euch Anfänger. Aber worauf ich hinaus will, ihr könnt gut eröffnen, werdet die Gimmicks los und dann könnt ihr ganz normal weitermachen mit den Tricks und das ist nochmal ein ultimativer Convincer. Der zweite Trick überzeugt die Zuschauer, dass der erste Trick clean war, auch wenn er das nicht war, weil ihr könnt einen zweiten Trick mit den 4 Assen machen und zwar ohne Gimmick und damit denkt der Zuschauer, Alter, krass, das sind wirklich ganz normale Asse. Wie hat er das verwandelt? Aber der Effekt ist so mächtig, ihr könnt ihn auch wunderbar als Finale vorführen. Also wirklich, wenn ihr eine kleine Close-Up-Routine macht, ihr macht Table-Hopping, ihr seid in einem Restaurant gebucht und ihr geht von Tisch zu Tisch und ihr wollt noch einmal mit einem richtig krassen Finale den Tisch verlassen und ihr sagt, komm, einen machen wir noch. Ihr ladet heimlich die Gimmick-Karten in euer Deck mit rein und tut so, als würdet ihr es einfach aus dem Deck mit rausnehmen und dann wirkt das noch sehr viel überzeugender, weil da denken die Zuschauer auf jeden Fall auch lange später noch drüber nach. Und die klassische Lehre der Magie, die besagt, und das ist auch meine Ansicht. Zuschauer erinnern sich immer an den Anfang und an das Ende. Innerhalb eines Tricks erinnern sie sich an den Anfang, an das Ziehen der Karte und sie erinnern sich an das Ende. Bam, die Karte ist in ihrer Hosentasche. Und alles, was in der Mitte passiert, das vergessen die Zuschauer relativ schnell, weil es für sie unwichtig scheint. Und das ist ja meistens das, was für uns Magier das Wichtige ist. Und dasselbe gilt auch für eine Gesamtroutine, für eine Gesamtshow. Wenn ihr denen 10 Minuten lang oder eine Viertelstunde lang Tricks zeigt, dann bleibt oft das Finale vor allem hängen. Ja, weil das ist das Letzte, was sie gesehen haben. Und deshalb sollte euer Finale wirklich krass sein. Und Freunde,
Ja, in meinen Augen, da kann man sich drüber streiten, das ist Geschmackssache, aber in meinen Augen ist Ace ein wirklich schönes Finale. Also wirklich, da werden sich eure Zuschauer dran erinnern. Das ist eigentlich einer der Tricks, wo die Reaktionen am allerschönsten sind. Die Magie passiert in den Händen eurer Zuschauer. Ja, das ist außergewöhnlich, das passiert selten. Viel zu oft machen wir Magier den Fehler, wir machen alles selbst und wir binden unsere Zuschauer nicht so sehr ein, wie wir das vielleicht gerne hätten. Ace hilft da auf jeden Fall. Jeder Zuschauer hat eine Rolle. Wenn ihr das mit 3 Zuschauern macht, hat jeder Zuschauer eine Rolle. Wenn ihr es mit 4 Zuschauern macht, da müsst ihr zwar vorsichtiger sein, aber nichtsdestotrotz, jeder bekommt eine wichtige Rolle. Und wenn ihr es an einem Tisch mit 10 Leuten macht, dann sucht ihr euch 2 rechts, 2 links raus, die direkt bei euch sitzen und jeder kann staunen, weil es passiert direkt vor den Augen der anderen, ja? Die Tischnachbarn können ganz genau auf die Hände ihrer Nachbarn gucken und das ist einfach krass. Jetzt habe ich genug zu Ace gesagt. Da kamen jetzt eigentlich keine negativen Punkte auf, weil es in meinen Augen eigentlich keine gibt. Ja, ihr habt ein höheres Risiko, wenn ihr weniger Karten benutzt, dass die Zuschauer untersuchen wollen, was sie nicht untersuchen dürfen. Aber wie gesagt, es hängt eigentlich von euch ab. Also der einzige Kritikpunkt wäre halt, wie gesagt, Richard Sanders und seine komischen Websites und das Risiko, dass wenn der Zuschauer was untersuchen will, dann kommt ihr schwierig raus aus der Sache. Dann müsst ihr halt wirklich sagen so, no, 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 und die Karten weg. Oder ihr tauscht sie schnell aus oder wie auch immer. Also das müsst ihr wirklich üben und da braucht ihr auch Erfahrung für. Das ist das Einzige, was ich an Kritik dazu sagen könnte. Ansonsten ist das echt ein solides Gimmick. Nicht nur ein solides Gimmick, eine solide Routine, ein solider Trick und bekommt deshalb auch von mir ganz objektiv eine 1-. Kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, keine glatte 1, einfach wegen der Kritikpunkte, die ich jetzt gesagt habe. Aber das sind eigentlich Kleinigkeiten. Ja, ist auf jeden Fall eine 1-, mindestens. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, diese Review hat euch weitergebracht. Hat sie das? Schreibt mir in die Kommentare. Fandet ihr die Review gut? Fandet ihr die sinnvoll? Fandet ihr den Aufbau gut? Habe ich Dinge angesprochen, die ihr hören wolltet? Habe ich was vergessen? Wenn ihr Fragen zum Gimmick habt, stellt sie mir natürlich in den Kommentaren und soweit das öffentlich möglich ist, beantworte ich sie euch auch gerne. Ich verrate jetzt natürlich nicht, wie das Ganze geht, weil dafür zahlt ihr das Geld. Aber sonst bin ich für Fragen natürlich immer offen. Haut rein, liebe Freunde. Vergesst den Merch bitte nicht. Ihr habt die Chance, 375 Euro insgesamt an Warenwert in meinem Merch-Store zu gewinnen. Alle weiteren Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Endcard in dem Video, das jetzt unten rechts von mir ist. Und unten links geht es zu meiner letzten Gimmick-Review. Haut rein, liebe Freunde, euer Matti Garten-Zwergi und adieu!